So, hallo, euer Michi hier mit Minecraft Evolution. Es geht gleich weiter. Und zwar habe ich ja entdeckt in der Truhe, dass wir noch ganz viel Körner haben, um anzubauen. Und dann möchte ich das natürlich auch tun. Okay. Noch einen kleinen Graben ansetzen. Eins, eins, zwei, drei, vier. So, dann hier. Da, schau her. Da ist sogar Sand im Boden. Ups, ups, schwups. Umgeschöpft. So, die Treppe führt genau da parallel runter. Das ist optimal. So habe ich mir das gedacht, dass wir dann hier den Weg zur Mine haben und das dann auch rundherum einzäunen können. Hier. Jetzt ist das nämlich ein abgetrennter Bereich, so wie es sein soll. So. Richtig. Kommen wir hier oben runter aufs Feld. Und das ist dann der Weg runter zur Mine. Ja. Okay. Soweit, so gut. Einmal da, einmal da. Das teilen wir jetzt noch mal auf. Einmal hier. Okay, das war doof. Eins, zwei, drei. Hier müssen wir wieder anbauen. Da ist was verloren gegangen und dann haben wir es doch. So. Okay. Ja. Fein, fein, fein. Dann machen wir das hier noch weg. Dann ist es hier eine Stufe zu viel. Und dann bauen wir hier die Stufen hin. Dann hätten wir hier einen Aufgang. Und müssten dann da leider das noch alles hinsetzen. Und dann brauchen wir die Zäune. Okay. So. Zack. Was mache ich denn? Genau so.
Richtig. Okay. Okay. Damit kann ich leben. Das sieht ganz gut aus. Und jetzt ist erstmal wieder Haie angesagt. Bisschen früher, weil wir letzte Folge überzogen. Das wollen wir jetzt hier nicht mehr machen. Also ab in die Haie. Gute Nacht. Ach ja. So. Weiter geht's, damit ihr auch mal ein bisschen was vorangeht. Wie könnten wir das machen, dass das aussieht? Ich mal was probieren, wenn ich das jetzt hier so mache. Und dann den Zaun drauf setze. Ja, kann man machen. So. Nee, das ist so aber falsch. Das muss dann schon hier sein. Aber das kann man schon so machen. So. Und so. Und so. Dann hätten wir das nächste hier. Ja. Hopp. Und hopp. Einmal da. Und einmal da. Genau. Okay, das heißt, wir können, wenn wir wollen, das hier noch in der Tat weiterlaufen lassen. Das Getreide, ja. Wenn wir wollen. Wollen wir aber nicht. Ich denke, das ist okay so. Das ist so ganz nett. Brauchen wir nur hier noch eine Tür. Ein Gartentürchen. Ist denn das? Ach, ein Boot. Ja. Gartentür. Nee, falsch rum. So. Alles klar. Dass ich auch hier über die Mine wieder raus kann, wenn ich das möchte. Das wäre schon ganz nice. Genau. Dann fehlt uns jetzt noch hier die Begrenzung. Zur Mine hin, dass wir hier wirklich einen Pathway haben zur Mine. Brauchen wir aber jetzt noch nicht, würde ich sagen. Nein, brauchen wir noch nicht. Sieht soweit aber gut aus. Bin ich erstmal glücklich mit. Nur hier fehlt es noch. Hier brauche ich natürlich auch die Abgrenzung, um das einheitlich zu haben.
So. Okay. Fein. Und da hinten fehlt aber jetzt noch die Begrenzung da. Richtig. Ja, das heißt, ich brauche Zäune. Dann wären wir aber hier auch so weit schon durch, dass wir einigermaßen sicher sind. Denn darüber mache ich das ja. Ich mache das, damit wir einigermaßen sicher sind. So. Nichts anderes ist mein Ziel. Da sind noch zwei Äxte. Guckt mal. Guckt mal, was da alles wieder verloren gegangen ist. So. Ich wäre fast geneigt, jetzt hier auch noch zuzumachen, aber nur weil es nett aussieht. Aber weiß ich noch nicht. Mal überlegen. Okay, das kann man so lassen. Dann bin ich hier erstmal zufrieden. Hier müssen wir auch noch lösen, das Problem. Das ist klar, was tun wir denn hier hin? Das alles auslegen mit den Platten. Könnte ich eigentlich, ne? Könnte man eigentlich machen. Das muss ja dann eh weg, diese Truhe. Das ganze Holz drin. Das kommt dann hier rüber zu der Holzfällerhütten. Jetzt würde ich die dann als nächstes mal bauen. Dann können wir hier umziehen, dann können wir die Platten hinbauen. Und ich muss gucken, dass wir hier das Birkenholz hinkriegen wieder. Haben wir noch was? Aber nicht mehr so viel. Ich brauche noch eine ganze Menge für die. Ja, ihr wisst schon. Für die Zäune. So, die Orthonormalbäume, die wollte ich ja fällen. Die lasse ich stehen. Okay, Schere. Ja, ich habe das Projekt durchaus noch nicht vergessen. Jetzt habe ich natürlich keine. Habe ich echt keine mehr? Doch, hier. Dass wir die Wände langfristig durch Wolle ersetzen wollten, damit das noch mehr wie Fachwerk aussehen kann. Genau. Ja, das wollte ich machen. Das wird das, was hier Birkenholz ist, noch ersetzen. Okay. Birkenholz gibt es hier noch genug. Dann wollen wir uns das holen. Hier wollte ich noch zumachen mit Erde. Ach, es gibt so viel zu tun. Ja. In der Tat, in der Tat. So. Und dann müssen wir noch das Eisen abholen, was da noch im Feuer schmort. In unseren drei Öfen in der Küche schmort es vor sich hin, fröhlich, frei, ohne belästigt zu werden, ohne Gefahr. Es kann einfach vor sich hin brutzeln und schmelzen und uns schön Eisenbahnen hinterlassen. Auf die sind wir ja so scharf. Guck mal, da oben, da ist wohl noch was drin. Tatsache, guck.
ja, immer langsam mit den jungen Pferden im Sinne von, wir entwalden hier alles. Das ist zwar richtig, aber auch absichtlich. Um schon mal ein bisschen Platz zu machen für später. Kuh nehmen wir mit. Juhu. Ach, guck mal, Kinder, ist das nicht ein schöner Ausblick, was wir hier schon alles gebastelt haben? Ich finde wohl. Ich finde wohl. So, wo ist mein Brot? Nein, noch nicht. Wir warten mit der Ernte noch ein bisschen. Da ist Eisen. Da ist Eisen. Und da ist Eisen. Okay. Das heißt, vom Eisen haben wir erstmal einiges da. Da ist Fleisch. Holz ist auch etwas da. Hier ist ein wenig Wolle. Und das werden wir jetzt brauchen. Von den Platten ist bestimmt auch noch was da. Ach ja, das muss noch in die Fischerhütte. So. Und es dunkelt schon wieder. Ja. Gut. Dann möchte ich mich an dieser Stelle ein bisschen früher, wir hatten die letzte Folge, etwas länger gestaltet, verabschieden. Und ja, hoffe, ihr seid noch mit Eifer dabei. Auch ein bisschen mitzudenken und überlegen, wie geht es weiter, welche Projekte stehen an. Wir haben jetzt erstmal noch die Ställe, die Volzfällerhütte und ja, und die Mine natürlich noch. Und dann können wir uns dann auch mit die Inneneinrichtung gebaut haben. Da brauche ich noch ein paar mehr Kühe dafür. Dann baue ich hier oben noch ein schönes Zimmer hin. Das Wohnzimmer wird ausgebaut hier mit noch ein paar Bücherschränken. Da kommt ja noch eine Sitzecke rein. Hier wird der Teppich noch ein bisschen ausgebaut. Und das kommt hier noch weg. Nee, hier kann man die Sitzecke reinmachen, das kommt dann weg. Und dann wird oben noch ein Schlafzimmer und die Bibliothek eingebaut. Dann ist das Haus auch fertig. Dann braucht das Haus natürlich noch einen Keller. Und dann können wir uns auch an das Lager machen. Und dann, juhu, geht es an die ersten größeren Prestigebauten. Okay. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Michi.